Hallo ihr Lieben, ich bin's nochmal, die Lia. Ich möchte euch heute gerne ein kleines Video zeigen, wie man tolle Armbänder selber knüpfen kann. Um mit dem Armband starten zu können, brauchen wir eine Schere. Dann brauchen wir ein Lineal. Ich habe jetzt hier nur so ein besonders großes. Ihr könnt natürlich eins aus eurem Ranzen nehmen. Dann haben wir zwei verschiedene Farben an Wolle oder Garn. Müsst ihr mal gucken, was ihr so zu Hause habt. Auch Reste sind möglich, allerdings müssen die schon eine gewisse Länge haben. Und zum Schluss, zum Fixieren, brauchen wir am Ende noch einen Klebestreifen. Jetzt habe ich mir mein Lineal hier hingelegt. Ich habe ein Lineal, das hat 45 cm. Ich lege jetzt den Faden ungefähr einmal auf mein Lineal und weiß, dass ich jetzt 45 cm habe und kann jetzt hier oben nochmal eine Schlaufe machen und rechne ungefähr, insgesamt brauchen wir so 70 cm müssen die Bänder lang sein. Also ich habe 45 und lege nochmal 50, 60, 70 dazu, 25 cm nochmal dazu. Also insgesamt 70 cm brauchen wir an Länge des Bandes, eines Bandes. Das habe ich jetzt abgeschnitten, kann mein Lineal schon wieder zur Seite legen. Vielleicht bekommt ihr da auch ein bisschen Unterstützung von Mama oder Papa. Und jetzt könnt ihr euch das Band langlegen, was ihr abgeschnitten habt, und nehmt das als Maß für die anderen Bänder. Das heißt, ihr legt die Teile zusammen und könnt das dann durchziehen. Und je nachdem, wie lang dann das Band ist, schneidet ihr an der Stelle ab. Und das macht ihr insgesamt viermal. Wir brauchen von jeder Farbe zwei Fäden, ungefähr 70 cm. So, nachdem ihr jetzt alle Fäden geschnitten habt auf die 70 cm Länge, habe ich jetzt oben einen Knoten gemacht, damit die Bänder zusammenhalten. Dann habe ich hier einen Tesafilmstreifen drüber geklebt, damit meine Bänder nicht immer verrutschen, wenn wir jetzt gleich ans Knüpfen gehen. Doch bevor wir die Knoten machen müssen und das schöne Muster herstellen, müssen wir ein Stück flechten. Wer nicht weiß, wie flechten geht, dem zeige ich das gerne nochmal. Ich trenne einmal auf die linke Seite den lilanen Faden und auf die andere Seite kommt auch der andere lilane Faden und in der Mitte liegt bei mir, liegen die beiden türkisen Farben, denn wir können ja, also ich kann zumindest nur mit drei Bändern flechten. Und jetzt fange ich mit dem rechten Streifen an. Den lege ich in die Mitte. Und dann kommt die linke Seite, links in die Mitte und immer so weiter. So, jetzt haben wir genug geflochten, um nachher den Verschluss zu machen. Und jetzt geht es richtig los. Vorher aber braucht ihr nochmal einen Klebestreifen, um das Ganze, was jetzt geflochten ist, auch zu fixieren. Wenn ihr das nicht macht, dann rutscht euch das Band gerne hin und her und dann wird die ganze Sache umso schwieriger. So, jetzt müssen wir uns die Fäden einmal sortieren. Wir haben hier die zwei lilanen, die liegen schon mal sehr gut. Und zwar sortiere ich das nach Farben. Genau, und die beiden türkisfarbenen. So, jetzt seht ihr, haben wir vier Bänder und müssen mit dem ganz linken anfangen. Das ist bei mir jetzt der türkisfarbene. Und ich zeige euch jetzt die Grundschritte von dieser Knüpftechnik. Ist auch gar nicht schwer. Einmal gut aufgepasst. Und zwar, wir haben jetzt den, ich nenne ihn immer den beweglichen Faden. Das ist jetzt der ganz linke, das ist der türkisfarbene. Und den legen wir in einer Schlaufe über den anderen direkt daneben liegenden türkisfarbenen. So, jetzt haben wir die Schlaufe und müssen den beweglichen Faden von unten durch diese gelegte Schlaufe durchziehen. Der fest ist, den halten wir auch gut fest
Und den beweglichen Faden ziehen wir schön fest nach oben. Das ist immer ganz wichtig. Jetzt habe ich hier einen Fussel. Der muss erstmal weg. So, jetzt haben wir einen Knoten gemacht und jetzt wiederholen wir das Ganze. Wir legen wieder eine Schlaufe über den türkisfarbenen und sind mit dem beweglichen, gehen wir unter, jetzt muss ich kurz gucken, gehen wir von unten durch die Schlaufe, ziehen den Faden durch und können das schön wieder festziehen. Am Anfang werdet ihr noch kein Muster erkennen, weil wir uns jetzt erstmal einspielen müssen. So, jetzt haben wir den ersten türkisfarbenen quasi erledigt. Ich lege den jetzt so ein bisschen weiter nach oben, damit er uns nicht im Weg ist. Jetzt nehmen wir den, jetzt muss ich mal kurz gucken, jetzt ist das hier wieder vertüdelt. Jetzt nehmen wir den nächsten lilanen und sind mit dem beweglichen türkisfarbenen, machen wir wieder eine Schlaufe. Oh. Eine Schlaufe, heben das Ganze an und gehen von unten durch diese Schlaufe mit dem türkisfarbenen beweglichen Faden dadurch und ziehen den schön nach oben hin fest. Das Ganze machen wir jetzt noch einmal. Wir legen eine Schlaufe, heben den so ein bisschen an, ja, es ist nicht so einfach, heben den an und gehen von unten durch die Schlaufe durch und ziehen nach oben hin fest. So, wer hat aufgepasst? Habe ich jetzt zweimal gemacht? Ja, ich glaube schon. Also ist der lilafarbene Faden erledigt, dieser hier, und wir legen ihn zur Seite. Jetzt kommt der letzte lilane Faden und wir legen wieder eine Schlaufe, heben das Ganze von unten ein bisschen an und gehen durch die gelegte Schlaufe mit dem türkisenen Faden, halten das lilane schön fest unten und ziehen den türkisen nach oben. Das Ganze noch einmal, wisst ihr ja schon. So, jetzt haben wir die erste Reihe geschafft. Der bewegliche türkise Faden, den lassen wir jetzt los und nehmen uns den nächsten Faden als beweglichen Faden. Das ist dann wieder der ganz linke. In dem Fall auch der türkise. So, und jetzt mal ohne mein Gequatsche mache ich das einfach. Wenn ihr ordentlich durchgehalten habt, dann seht euer Armband vielleicht so aus wie meins. Ich habe am Ende wieder geflochten und dann einen Knoten gemacht und die Enden ein bisschen abgeschnitten. So, ich hoffe, euch hat es viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es bei euch alles gut geklappt hat.
Und vielleicht bis zum nächsten Video.